Hallo Seekräuter, willkommen zurück hier bei uns auf dem Seekräuter-Kanal und willkommen zurück zum vierten Teil unserer CV Premium T8 Vorstellung. Die Kaga steht bei mir hier in den Philippinen im Hafen, nicht im Trockendock. Ich wollte es gerade sagen, fast aus Gewohnheit. Ja, also wir haben den Träger hier und wir haben ein bisschen was ausprobiert, ein bisschen was getestet und ich möchte gerne jetzt weitermachen mit meinem Ranking der vier Premium-Träger. Fangen wir ganz direkt an. Kommen wir ganz kurz zur Geschichte der Karga. Kiellegung war 1920 und der Stapellauf war 1921. Da sollte sie aber noch kein Flugzeugträger werden. Da sollte sie nämlich ein Schlachtschiff werden. Und zwar ein Schlachtschiff der Tosa-Klasse. Es wurde dann überlegt, man hatte irgendwie schon sehr vorzeitig erkannt, ja, man bräuchte einen Träger und so weiter. Und das sollte eigentlich die Amagi werden. Oder auf Basis der Amagi, die war aber bei einem Erdbeben halt sehr stark beschädigt worden, beziehungsweise zerstört worden. Und so nahm man dann eben die Kaga, die man eben umbaute, zu einem Flugzeugträger. Und das war dann der erste große Flugzeugträger der japanischen Navy. Beteiligt war der Dampfer dann auf dem Angriff auf Pearl Harbor. Und ja, es gab dann noch viele weitere Optionen oder Angriffe natürlich, Landungsaktionen und so eine ganze Geschichte. Die hat die Kaga dann eben supportet und dann kam es zu der großen Schlacht um Midway, wo dann die Amerikaner, die Japaner schon wieder sozusagen, das war ja der Wendepunkt, zurückdrängten und ja, unser alter Bekannte, die USS Enterprise, hat bei der Kaga einen wahrlich bleibenden Eindruck hinterlassen und zwar griff sie die Kaga an und versenkte sie dann schlussendlich mit Bombenangriffen und Torpedoangriffen und so weiter. Das Problem war nämlich, dass die Kaga voll betankte Flugzeuge an Deck hatte und sie wollten eigentlich gerade wieder starten oder zumindest waren sie in Alarmbereitschaft. Und das hat aber einfach nicht gereicht. Der Überfall war so plötzlich offensichtlich, dass die ganzen Flugzeuge an Deck in Brand gerieten und dann gab es halt noch Torpedotreffer und so weiter. Und am Ende sank die Kaga und liegt heute über 5000 Meter tief im Pazifik. Gut, das war übrigens dann am 4.6.1942, um da ganz kurz noch das Datum mit unterzubringen. Basierend auf einem Schlachtschiff, da merkt man dann auch ob bei der Überlebensfähigkeit, denn dieser Träger hier hat die meisten Trefferpunkte unserer vier Pendants, die wir hier vergleichen, nämlich 54.200. Der Torpedoschutz ist auch Schlachtschiff ähnlich, nämlich 22%. Und dann kommen wir direkt zur Panzerungsanordnung. Die hat es nämlich in sich. Also erstmal hier oben, naja, 21 mm, jetzt nicht gerade besonders dick. Da kommt man auch ohne IFAE, wenn man 152 mm hat, einfach so durch. Das ist also nicht das große Thema. Viel interessanter, ich dachte rein theoretisch, weil Flugzeugträger ja in der Regel ja nicht nach vorne fahren oder groß was angreifen, sondern sich eher aus dem Verborgenen operieren, eher am Kartenrand aufhalten, solche Sachen. Wobei das auch nicht immer die Option, die optimale Positionierung ist, aber ihr wisst, was ich meine. Gucken wir uns mal den unteren Bereich an, nämlich wie die Zitadelle geschützt ist. Da haben wir hier 21 mm Torpedowülste. Dann nehmen wir den ganzen Kram mal weg und nehmen auch das Deck mal oben raus. Und dann gucken wir uns hier die Kasematte an. Die hat nämlich hier schon 152 mm. Sieht aus wie so ein Turtleback, der da oben drauf sitzt. Auch hier haben wir nochmal so eine Deckspanzerung und so weiter. Und wenn wir die dann noch wegnehmen, dann haben wir nochmal 76 mm. Na, habt ihr mitgerechnet? Ja, das sind 249 mm für einen Flugzeugträger. Also die Zitadelle ist die bestgeschützte der Flugzeugträger, die wir hier miteinander vergleichen, die vier. Ne? Und das ist dann schon ganz ordentlich. Wie gesagt, in Verbindung mit den Trefferpunkten und dem Torpedoschadensverringerungswert. Für mich der beste Träger und damit Platz 1 bei der Überlebensfähigkeit. Ja, das haben wir da auf jeden Fall mal ganz klar festhalten, ich glaube, ausführlich begründet. Gut, und dann kommen wir weiter zu dem nächsten Punkt. Das sind dann nämlich die Luftzeuge. Die Luftzeuge, wa? Die Schlachtflugzeuge. Die wollen wir zuerst hier euch mal zeigen. 1110 Trefferpunkte, Reisegeschwindigkeit 144, Höchstgeschwindigkeit 194 Knoten. Boah, ja, gibt bessere, muss man einfach so sagen. Die Amis sind da besser, der Deutsche ist da besser, weil, nicht unbedingt von der Geschwindigkeit her, aber von der Bewaffnung. Denn
Ihr habt nur zwei angreifende Flugzeuge, die haben noch weniger Trefferpunkte als bei der Graf Zeppelin. Jedes Flugzeug trägt nur 4 Raketen, das ist genauso wie bei der Graf Zeppelin, aber der Schaden, der ist deutlich geringer. Nämlich wir haben 2200 Damage-Punkte, da ist dann der Graf Zeppelin wieder weiter vorne mit über dem doppelten Wert. Auch die Durchschlagskraft bei der Graf Zeppelin ist viel, viel besser. Und ja, die Flugzeugwartungszeit beträgt hier 99 Sekunden. Das ist überhaupt der drittschlechteste Wert von allen Trägern. Und ja, alles Summe in Summe kann man sagen, alles zusammen, ist es der schlechteste Schlachtflieger oder ist es der schlechteste Schlachtflieger der ganzen 4 Träger. Darum hier ganz klar Platz 4. Der nächste ist dann hier nämlich der Torpedobomber. Und der hat 1230 Punkte, Reisegeschwindigkeit 133 und Höchstgeschwindigkeit 186. Das ist ein Mittelklassewert, also ja, nicht ganz langsam, aber auch nicht ganz schnell. Die Graf Zeppelin ist da nämlich Platzhirsch in dem Bereich, aber die Bewaffnung hat es in sich. Also ihr startet eine Staffel von 12 oder ein Geschwader von 12 und dann gibt es eure Angriffsgruppe, beträgt dann 4 Flugzeuge und jedes Flugzeug trägt ein Torpedo, die den Höchstschaden haben von 5400 Punkten. Die Torpedos sind saumäßig schnell mit 50 Knoten. Das hat natürlich auch einen Nachteil, nämlich eure Torpedo-Scharfschaltdistanz beträgt 806 Meter. Ja, die Erkennbarkeit ist dann wiederum eine der großen Stärken der Japaner. Das heißt 7,5 Kilometer ungeskillt. Also die Werte, die ihr seht, sind ungeskillt. Es geht dann natürlich runter bis auf 6,1 Kilometer. So kann man die Kaga auch ganz vernünftig fahren, muss man sagen. Wenn man relativ nah rankommt an den Gegner, bevor überhaupt das Feuer eröffnet. Also das ist so ein bisschen Hide and Rush sozusagen. Dann geht dann, man versucht möglichst unentdeckt an die Gegner ranzufliegen. Dann, wenn man entdeckt ist, sofort in den Angriff übergehen und sich möglichst ranpirschen. Mit Motorboost am besten. Dann hat man eine Chance, dass auch Tiertorpedos im Wasser landen und dann bleibt da auch ordentlich was an Schaden hängen, wenn man richtig trifft. Am besten vorne einen, hinten einen und die anderen beiden in die Mitte. Das wäre natürlich der Optimalfall. Und dann sind es über 20.000 Alpha-Damage, die ihr da im Wasser schwimmen habt. Der Fächer geht einigermaßen zügig dann, wenn ihr keine Korrekturmaßnahmen nehmt. Also, dass ihr gleich gut schnell einzielt. Wenn ihr doch größere Wendungen macht und solche ganzen Geschichten, dann ist es relativ schnell instabil und dann streuen die Torpedos entsprechend. Das kann aber auch von Vorteil sein, gerade wenn man gegen die D oder gegen Kreuzer kämpft, weil das nämlich gleich automatisch zu erkennen ist, wo ihr eure Torpedos abgeworfen habt und wie die streuen. Ja, das ist nicht für die gegnerischen Schiffe nicht immer sofort alles zu erkennen. Gut, Flugzeugwartungszeit sind 90 Sekunden. Damit sind wir auch nur beim drittschlechtesten Wert. Da ist die Enterprise schneller und die Graf Zeppelin schneller. Ja, nichtsdestotrotz bleiben am Ende für mich hier ganz klar Platz 2. Der höchste Alpha-Damage, eine gute Tarnfähigkeit, nicht gerade langsam, wenn auch die niedrigsten Trefferpunkte. Aber man ist halt wirklich, eigentlich macht man es immer so, gerade wenn man in dem High-Tier-Gefecht ist, dass man selber also eine der niedrigen Stufen hat, ist es eben so, dass ihr die Montana, wenn ihr eine Montana angreifen wollt oder wisst, ihr greift ein T9, T10 Schiff an, man schmeißt einmal 4 Torpedos ab, am besten auf eine Insel drauf, so ist es auch keine Gefahr für euer Team. 4 Flieger gehen schon mal zurück zum Träger und ihr greift noch mit 8 an. 4 davon werden abgeschossen, noch bevor sie überhaupt beim Schiff sind und die anderen 4, die schmeißen die Torpedos ins Wasser und ja, die werden danach abgeschossen. So ungefähr fühlt sich das dann an. Gut, dann geht es schon weiter und zwar zum nächsten Punkt und das sind dann unsere Bomber und zwar unsere HE-Bomber. Ganz anders als die anderen japanischen Träger hat die Kaga nämlich HE und nicht AP. Das heißt, die Weiternutzbarkeit der japanischen Kapitäne sind ein Ticken eingeschränkt, aber ist trotzdem machbar. Ich erkläre mal warum. Also wir haben hier bei AP ja kein Skill, den wir speziell für AP ausgeben müssen. Also irgendwie bessere Brandwahrscheinlichkeit oder sowas in der Art. Und die Brandwahrscheinlichkeit der HE-Granate ist hier schon ziemlich gut mit 50%. Das ist also jetzt nicht so dramatisch, dass man da unbedingt den Sprengmeister noch mitskillen muss, damit das ein schöner Kapitän für die Kaga ist. Heißt, es geht schon. Ja? Die Japaner skillt man sowieso ja eher auf Tarnung, weil sie die besten Flugzeuge haben für die Tarnung und so weiter. Auch auf T10 nachher, also ich habe meinen Hakuryo-Kapitän hier mit
rübergezogen und bin mit dem gefahren und hatte eigentlich echt eine Menge Spaß. Da kann man schon sagen, der passt schon ziemlich gut. Es gibt vielleicht ein paar Unterschiede, aber ja, prinzipiell kann man dazu lernen. Dann kommen wir zu den Bombern an sich. 1100 Trefferpunkte, natürlich wieder der schlechteste Wert aller. Dann haben wir 142 zu 199 Knoten. Da sind wir ziemlich weit vorne, also auf Platz 2 von der Geschwindigkeit, natürlich wieder hinter der Graf Zeppelin. Und auch hier verhält sich das ganz genauso wie bei den anderen Fliegern auch. Ihr habt 12 Flugzeuge, die ihr startet, 4 davon greifen an. Auch da sollte man überlegen, die Bomben einmal vorher abzuwerfen, um dann mit 8 Bombern anzugreifen, damit ihr noch einen vernünftigen Trefferpunkte-Pool habt. Ölschlagskraft der HE-Granate 54 mm, also ganz ordentlich. Bei deutschen Schlachtschiffen muss man ein bisschen aufpassen, damit man da auch Bereiche trifft, die noch vernünftige Trefferpunkteanzahl haben. Weil wenn die Aufbauten irgendwann gesättigt sind vom Schaden her, dann kommt man bei 54 mm nicht mehr so viel beim Kurfürst oder bei dem großen Friedrich durch. Da ist dann nur noch ja, der vordere und der ganz hintere Bereich etwas. In der Mitte sind die Schiffe zu stark gepanzert. Andere Schiffe wie Conqueror zum Beispiel, die sind natürlich nicht so gut gepanzert und da könnt ihr ordentlich Schaden drauf machen. Nachteil der ganzen Geschichte ist, ihr seid relativ weit erkennbar wieder mit 10 Kilometer, kommt auch nur runter auf 8,1 oder so. Und ja, das ist dann natürlich schon ein bisschen problematisch. Großer Vorteil der Bomber ist wieder, ihr habt 36 Stück an Bord, das heißt 3 komplette Geschwader, die ihr starten könnt. Und eine Flugzeugwartungszeit von 71 Sekunden, das ist der schnellste Wert im Spiel von diesen 4 Premium-Trägern. Ja, diese 36 Flieger gibt es natürlich auch bei den Torpedobombern und es gibt bei den Raketen, also in den Schlachtflugzeugen 24, ihr startet immer 3 volle Staffeln, habt ihr immer parat am Anfang des Spiels. Dadurch, dass ihr Flugzeuge zurückschickt, hält das einfach nur länger, dass ihr länger immer volle Staffeln benutzen könnt. Das ist der Sinn dahinter. Wie gesagt, auch die HE-Bomber sind richtig geil. HE ist sowieso meiner Meinung nach relativ stark hier im Spiel und deswegen sind die HE-Bomber hier auch deutlich vor den AP-Bombern und damit belegt die Kaga hier mit ihren HE-Bombern Platz 2 hinter der Saipan. Die Saipan ist da noch besser. Er hat fast doppelt an Trefferpunkten, eine relativ gute Geschwindigkeit, sehr, sehr guten Schaden, noch eine bessere Brandwahrscheinlichkeit. Also eine Sache, das ist dann einfach der Bonuspunkt aus meiner Sicht. So, und dann geht's weiter zur Artillerie. Die ist nämlich auch nicht zu unterschätzen und meines Erachtens sogar stärker als die bei der Graf Zeppelin, wenn da die Reichweite nicht wäre. Wir haben leider, und deswegen gibt es für die Artillerie hier auch nur Platz 2, die Reichweite ist eben das Problem. Wir haben 4,5 Kilometer, die Zeppelin ist bei 6,3, wenn ich mich recht entsinne, basismäßig, der Damage. Ne? Also das, was die hier haben, wenn das Ding richtig Reichweite hätte, ja, dann hättet ihr wirklich, wärt ihr noch ein größerer Schreck für gegnerische Zerstörer zum Beispiel, als die Graf Zeppelin. 10 Rohre, 203 mm, das ist hier irgendwie falsch geschrieben mit den 200 mm, das sind 203 mm. Und dann gibt es nochmal 6 mal 227 mm und dann gibt es noch 2 mal 2 Mod 2, darum gibt es dann auch nochmal 127 mm. Also das ist schon ganz ordentlich, aber auf 4,5 Kilometer kommt einfach in der Regel kein Schiff ran. Also welcher DD fährt schon so nah an euch ran, wenn er nicht direkt 12 Aale oder 15 Aale parat hat, sowas wie eine Shimakaze oder irgendwie sowas, ja, die euch direkt wegtorpen kann. Da kann sie auch mal kurz einen richtigen Treffer von euch ab. Ist ein bisschen schade. Wie gesagt, die Reichweite hätten sie ruhig einen Ticken besser machen können. Darum, wie gesagt, bei der Artillerie auf jeden Fall Platz 2. Bei der Flugabwehr reihen wir uns dann ganz ans Ende des Feldes der Flugzeugträger ein, weil sie einfach die schlechteste ist. Komme ich da drauf? Ja, ihr habt nur Zwiebelprinzip. Ihr wisst, umso mehr Zwiebelringe wir haben, desto wärmer ist es. In dem Fall ist es halt umso heißer für die Flugzeuge, die euch anfliegen. Kurzstrecke und ein Langstreckenflugabwehr. 5,8 Kilometer ist die Reichweite, aber guckt euch den kontinuierlichen Schaden an. 133 und 203, da lache ich drüber, wenn ich da euch anfliege mit der Kaga. Und die Explosionen, okay, 1260, aber nur 5 Stück. Das ist so, keine Ahnung. Also wirklich doll ist es nicht. Da braucht man eigentlich, ehrlich gesagt, da bringen auch 7 Explosionen nichts. Selbst wenn man dann da irgendwie ein Modul für die Flak raufbaut oder sowas, das nützt alles überhaupt nichts. Da kommt man niemals auf einen vernünftigen Wert, der irgendwie dafür sorgt, dass ihr ja, euch da ganz gut wehren könnt. Also Enterprise-Niveau sage ich jetzt einfach mal für die 4 Träger, die wir hier vergleichen. Von daher, ja, Platz 4, letzter Platz, ist, denke ich mal, verdient in dem Fall. Gut, kommen wir zur Manövrierbarkeit und zur Verborgenheit. Auch da schließt die Kaga nicht
gut ab. Höchstgeschwindigkeit sind nur 28 Knoten und damit ist das Schiff mindestens 4 Knoten langsamer als alle anderen Träger, mit denen wir das Schiff hier vergleichen. Der Wendekreis 1080 Meter ist auch nur der drittschlechteste Wert. Ne? Also die Graf Zeppelin hat einen größeren Wendekreis, alle anderen Träger sind besser. Ruderstellzeit 14,4 ist aber drittbester Platz nur, weil die Enterprise und die Graf Zeppelin schneller ist. Dann kommen wir zur Erkennbarkeit, und zwar zu Wasser. 12,6 Kilometer ist das Schiffchen sichtbar. Das sind 400 Meter mehr als bei der Saipan. Das ist ganz okay. Ein Wert, der ganz okay ist. Aber in Kombination mit der Manövrierbarkeit finde ich das Schiff, wenn man dazu sagen möchte, als das schlechteste von den vier. Deswegen habe ich hier Platz 4 vergeben, weil ich Manövrierbarkeit und Verborgenheit, ich hatte es in den vergangenen Videos schon gesagt, hier zusammenrechne. Ja, das macht für mich am meisten Sinn. Gut, und jetzt schauen wir uns dann die Verbrauchsmaterialien an, die ihr hier auf dem Träger habt. Natürlich nichts Besonderes. Schadensbegrenzungsteam 1, Wirkungsdauer 60 Sekunden, Ladezeit 90 Sekunden. Heißt, geht ihr einmal in Brand oder flutet, dann könnt ihr 60 Sekunden nicht wieder fluten oder brennen. Danach gibt es einen Cooldown von 90 Sekunden, also anderthalb Minute, bis sich dieses Begrenzungsteam dann wieder automatisch benutzen lässt. Also nicht durch euch, sondern das macht eben der Kommandant an Bord sozusagen, den ihr eigentlich instruieren würdet. Das macht er aber reflexmäßig. Dann geht es weiter mit den Jägern. Und zwar habt ihr Jäger an Bord. Die Anzahl der Jäger, die ihr chartet, ist 4. Aktionsradius 3 Kilometer um den Träger herum. Und die sind dann 10 Minuten in der Luft. Es sei denn, sie schießen 4 Flugzeuge ab. Wenn sie 4 Flugzeuge abgeschossen haben, dann landen die wieder. Komische Piloten, ne? Also da ist die Gewerkschaft zu stark gewesen oder irgendwie sowas. Nee, das ist wie gesagt leider durch den CV-Rework jetzt so, dass man nur noch so viel Flieger abschießen kann mit den Jägern, wie man selber in der Staffel hat. Das heißt, hättet ihr eine Staffel von 8, würden ihr halt 8 Flieger abschießen und dann landen. Wie gesagt, das könnt ihr 4-mal starten. Wird auch automatisch gemacht, sobald der Träger entdeckt ist. Das ist wie bei allen Trägern gleich. Dann kommen wir zu den Verbesserungen, die wir hier einbauen. Und zwar... Klicken wir hier. Passiert etwas? Ja, da passiert was. Luftgruppenmodifikation 1 solltet ihr in Slot 1 einpacken auf jeden Fall. Einfach damit die Staffeln schneller zurückkehren. In Slot 2 gibt es dann natürlich die Flugzeugmotormodifikation, um einfach ein bisschen mehr Motorboost zu haben, also 10% mehr oder länger. Dann gibt es Slot 3 und in Slot 3 wird es jetzt interessanter. Was könnte man denn hier sinnvoll einbauen? Die stärkste, was die Karga hat, sind meiner Meinung nach die Torpedos, weil der Wert einfach, die sind am sinnvollsten einzusetzen. Die HE-Bomben sind lange in der Luft, die Bomber, bis die sich mit einem Montana bewegt haben oder so. Ich habe es selber schon erlebt, da sind alle Flieger weg, bevor man überhaupt die Bomben abwerfen kann. Bei den Torpedobombern hat man eine sehr, sehr gute Chance und deswegen entscheide ich mich hier ganz deutlich für die Torpedobomber-Modifikation. Und dann gibt es Slot 4 und in Slot 4 helfen wir natürlich wieder den Torpedobombern, nämlich dass sie möglichst lange überleben und das erhöht dann einfach auch den Wert der Trefferpunkte. Ne? Wir sind ja schon bei 1322 und vorher hatten wir hier 1230. Also wir haben jetzt schon über 100 Punkte, also fast 100 Punkte gut gemacht. So muss man das ja eher sagen. Das ist dann schon ein ordentlicher Wert, denke ich. Und der nächste Punkt ist dann die Tarnsystemmodifikation. Die solltet ihr hier auf jeden Fall nehmen, weil Flugzeuge, die nicht entdeckt sind, die können auch nicht beschossen werden. Und das hilft euch ungemein, gerade mit den Torpedobombern, dass ihr hier nur mit 6 Kilometer oder ein bisschen über 6 Kilometer dann durch die Gegend schwirrt. Gut, und das sind die Verbesserungen, die ich für die Karga empfehlen würde. Dann kommen wir zum Äußeren. Wenn wir uns den äußeren Bereich angucken, dann haben wir hier eine nette Tarnung, die ihr mitbekommt. Die gibt es dann in grün oder in blauen Ausführungen, je nachdem, ob ihr den Feldzug schon fertig habt oder nicht. Ich bevorzuge irgendwie die blaue Farbe, baue das Ding hier schnell ein und es gibt dann hier Erkennbarkeit zu Wasser minus 3%, Streuung der Granaten plus 4%, Schiffswartungskosten werden um 10% reduziert und EP, je Gefecht, die ihr bekommt, um 50% erhöht. Und dann kommen wir zu den sinnvollen Signalflaggen, die ihr hier benutzen könnt. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Flaggen habt, diese natürlich mounten. Es macht aber ehrlich gesagt nicht viel Unterschied, ob ihr diese 5% jetzt mitnehmt oder nicht. Von daher, ich weiß nicht, ich kann mich nicht so richtig da als eine Empfehlung, als wichtigste Flagge kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Ich kann euch aber empfehlen, auf jeden Fall mal die India X-Ray
dann kann ich euch empfehlen die Juliet Whisky Una One für Wassereinbruch. Und dann kann ich euch natürlich empfehlen die Victor Lima, die dann nochmal die Warnwahrscheinlichkeit und nochmal die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit entsprechend erhöht. Also das sind so schon mal drei Flaggen. Jetzt sind wir, im Gegensatz zu den anderen drei Videos, die ihr vorher gesehen habt, waren wir dann noch bei Update 082. Jetzt sind wir schon bei Update 083 und deswegen kann ich euch nämlich hier die India Delta Flagge empfehlen, die nämlich hier die Trefferpunkte des Staffelverbrauchsmaterials Reparatur um 5% wiederherstellt, also mehr wiederhergestellt werden können. Ne? Nicht die 20%, sondern 5%, und das macht echt was aus. Solltet ihr auf jeden Fall überlegen. Ihr seid ein langsamer Träger, also Sierra Mike würde ich euch jetzt nicht als Pflicht, aber es ist sicherlich nicht schlecht, wenn man mal weglaufen muss, Sierra Mike dabei zu haben. Und ja, Verbrauchsmaterialien können auch sinnvoll sein, gerade Reparaturmannschaft für Flugzeuge gilt das nämlich auch, dass ihr da eben diese Sachen schneller benutzen könnt. Daher ist das sicherlich so eine Skillung, die, also eine Besignalung des Schiffes, eine Flaggung des Schiffes, ja, die man durchaus nachvollziehen kann. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich eure Flagg ein bisschen schärfen und damit mehr runter zu schießen. Meine Erfahrung ist nicht so doll, ja, muss ich einfach sagen. Dann gibt es natürlich noch normale Flaggen, die man hier mit draufbauen kann. Die haben ja in der Regel keinen Effekt. Und hier unten habt ihr noch ökonomische Flaggen, die in ihr dann eure 8 Signalflaggen komplett auffüllen könnt. Und zu guter Letzt kommen wir dann zum Kapitänsskill. Und ihr seht schon, wie ich es hier so eingerichtet habe. Ja? Ich würde hier oben, je nach eurer Erfahrung, anfangen wie folgt. Wenn ihr keine Erfahrung mit Trägern habt und die Kaga euer erster Träger ist, dann ist das nicht unbedingt ein schlechter Träger, weil ihr sehr viele Flugzeuge zur Verfügung habt. Allerdings müsstet ihr jetzt wissen, auf anderen Trägern habt ihr definitiv mehr Trefferpunkte auf den Trägern, auf den Flugzeugen. Das heißt, da verliert ihr die Flugzeuge nicht so schnell. Seid ihr bei der Kaga gut, ja, dann könnt ihr bei anderen Trägern noch viel mehr Spaß haben. Das kann ich mal so in den Raum stellen. Ich würde euch vorrangiges Ziel empfehlen, gerade wenn ihr frisch seid mit Trägern, weil die euch nämlich anzeigt, wie viel Flugabwehr auf euch gerichtet ist oder wenn ihr von Jägern angegriffen werdet und all so eine ganze Geschichten, wie viel zielen auf euch. Das ist der einfache Wert, das zeigt euch vorrangiges Ziel. Für alle, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, die sollten sich überlegen, hier die Luftherrschaft zu nehmen, um einfach die Flugzeugwartungszeit zu reduzieren oder noch weiter zu reduzieren. Und dann haben wir hier noch einen verbesserten Motorboost. Auch das ist eine durchaus sinnvolle Sache. Hier oben müsst ihr euch nach eurer Erfahrung oder nach eurem Gefühl so ein bisschen orientieren. Im nächsten Punkt würde ich ganz klar sagen, ist erstmal die Staffelgeschwindigkeit. Ja, bei den Japanern würde ich auf jeden Fall zuerst Staffelgeschwindigkeit nehmen. Und dann kommen wir in den dritten Bereich. Da gibt es gar kein Vertun. Flugzeugpanzerung, absoluter Pflichtskill. Den sollte man immer zuerst einbauen, weil der ja prozentual euren Schaden minimiert. Ja, das heißt, umso höher der Schaden des Gegners ist, umso mehr Schaden wird minimiert für euch. Ja, deswegen auf jeden Fall den zuerst. Und dann ganz unten, Ahnungsmeister auf Slot 4, dann haben wir schon mal 10 Punkte vergeben und unsere Staffelerkennbarkeit inzwischen 1,5 oder 7,5 Kilometer runter auf 6,1 gebracht. So ist es richtig. Und dann gehen wir wieder zurück in den Slot 3. Experte der Überlebensfähigkeit erhöht eure Trefferpunkte und zwar nicht nur des Schiffes, und das ist auch gar nicht so wichtig, sondern viel, viel wichtiger ist, dass die Flugzeuge mehr Trefferpunkte haben, nämlich pro Tierstufe. Und deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, hier Experte der Überlebensfähigkeit reinzubauen. Und dann haben wir 13 Punkte vergeben und dann geht es weiter. Ihr könnt jetzt also überlegen, wenn euch die Visierstabilisierung nicht gefällt, dann solltet ihr hier unten die Visierstabilisierung mit einbauen. Gerade vielleicht für jemanden, der jetzt neu mit Trägern anfängt, sehr zu empfehlen. Dann hätten wir schon eine ganze Ecke an Punkten weg und dann müsst ihr euch hier oben noch was Nettes aussuchen, von denen, die ich hier gerade zeige. Ja? Für jemanden, der schon mehr Erfahrung hat und sagt, okay, Visierstabilisierung brauche ich nicht mehr so unbedingt, macht, denke ich, auf jeden Fall Adrenalinrausch Sinn. Es kann auch Sinn machen, die Torpedobeschleunigung mit einzusetzen. Ich persönlich fahre sehr, sehr gerne damit. Dann sind eure Torpedos 5 Knoten schneller, also dann sind wir schon bei 55 Knoten. Ihr müsst ja sowieso relativ weit vorher abwerfen. Das ist ja immer das Problem der japanischen Flugzeuge, dass sie nicht sehr nah rankommen an den Gegner. Aber mit der Geschwindigkeit könnt ihr einiges wieder wegmachen. Und deswegen würde ich euch diese Sache durchaus mal ans Herz legen. Sollte euch hier unten das dann nicht weiter gefallen, wie gesagt, hier oben gibt es dann noch verschiedene Optionen, die sinnvoll sind. Also so eine Sachen hier wie, keine Ahnung, Brandschutz und so eine Sachen würde ich überhaupt nicht skillen. Dafür seid ihr viel zu selten unter Feuer. Und wenn ihr unter Feuer seid, habt ihr entweder grammatisch was falsch gemacht oder Team
hat sowieso schon verloren, um es mal einfach so auszudrücken. Ja, auch hier die Flak würde ich nicht empfehlen, nur weil ihr einen schlechten Flakwert habt, den pusht ihr dann auch nicht auf richtig guten Flakwert, bloß weil ihr dann da die Skillpunkte reinsetzt. Viel wichtiger ist, dass eure Flugzeuge möglichst schnell und möglichst viel aushalten und möglichst spät zu sehen sind. Auf diese Richtung solltet ihr euch ausrichten, meine Güte. Ja, und das war es eigentlich schon, was man zur Kaga jetzt sagen kann. Und ja, ich denke, ist ein interessanter Träger. Ich will ihn gar nicht schlecht machen, auch wenn er bei mir jetzt nicht den besten Platz belegt hat. Bei mir ist es so, dass ich eine Note von 2,71 vergebe. Und damit ist er gleich auf mit der Graf Zeppelin. Und ja, also ist auf jeden Fall, ist ein nettes Ding. Ist aber ganz anders zu fahren als die ganzen anderen Träger, muss man einfach so sagen. Was ist denn nochmal das Pro bei diesem Flugzeugträger? Richtig cool ist natürlich der relativ hohe Torpedoschaden und der Bombenschaden. Ja, ihr habt eine relativ hohe, eine relativ hohe Dropchance, also ihr habt viele Torpedos, die ihr ins Wasser werft und relativ viele Bomben, die ihr abwerft. Ihr habt relativ schnelle Torpedos mit 50 Knoten, die ihr standardmäßig schon habt. Und ja, ihr habt einfach drei volle Geschwader an Deck, wenn ihr anfangt. Ja, das heißt, out of planes oder so, dass ihr nur noch schwache Geschwader habt, die ihr starten könnt, weil die nicht mehr voll besetzt sind, das kommt hier nur sehr selten vor, wenn ihr die nicht total wastet. Also wenn ihr ein bisschen vorsichtig unterwegs seid, immer mal wieder ein Geschwader nach Hause schickt, so wie ich es euch gesagt hatte, wenn ihr Torpedos auf die Inseln werfen und so eine Sache, dann habt ihr eine gute Chance, das ganze Spiel lang immer volle Geschwader zu haben. Und die Flieger sind die zweitschnellsten Flieger bei den Torpedobombern und bei den HE-Bombern. Die kommen direkt hinter der Graf Zeppelin, wobei der Abstand da relativ groß ist. Der niedrigste, also den Kontra gibt es hier natürlich auch, die Trägergeschwindigkeit, ja, und die Trefferpunkte der Flugzeuge sowie die schlechte Flak. Ja, das ist einfach der mieseste Punkt, die miesesten drei Punkte bei diesen. Wenn man damit leben kann, macht die Kaga auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und wie gesagt, auch wenn ich jetzt hier eine Wertung vergebe, ist es einfach so, dass ja, man am Ende sagen muss, das liegt auch immer ein Stück weit an jedem selbst, ob einem der Träger liegt oder nicht, was man von einem Träger erwartet. Ich tue mich schwer damit, zu sagen, wow, ich verliere gerne Flugzeuge. Ich möchte eigentlich nicht gerne Flugzeuge verlieren. Und daher, ja, sag ich jetzt einfach, ich hoffe, dass euch dieses Schiffsvorstellung, Schiffseinweisungsvideo geholfen hat, die Kaga besser zu verstehen, was sinnvoll ist und sie auch so ein bisschen in Relation zu den anderen Trägern zu sehen. Wo sortiert sie sich denn ungefähr ein? Und wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen darüber, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Es wird weitere Videos in dieser Art natürlich auch bei uns hier auf dem Kanal geben, für andere Schiffe natürlich auch. Und ja, in dem Sinne, empfehlt uns gerne weiter und bis zum nächsten Mal hier auf unserem Seacrowds. Haut rein, ciao, ciao, euer Seacrowds-Team. Racha.